Hallo an alle Zuhörer aus der Scambait-Niederlassung in der Crush Avenue. Hier ist der Callcenter-Crusher. Heute wird mal wieder geschnipselt. Freut euch auf skurrile Anrufe, die aber leider nicht alle von guter Tonqualität sind. Manchmal war der Anfang des Anrufs nicht komplett dabei, aber trotzdem sind sie zu schade, um ungehört zu bleiben. Den Anfang macht eine Betrügerfirma, die mich dreimal hintereinander angerufen hat. Viel Spaß damit! Und ihr kennt ja das Ding mit dem Intro. Hallo? Hallo, schönen guten Morgen. Lena Janssen am Apparat. Spreche ich mit dem Herrn Stegmüller? Das ist richtig. Grüße Sie erstmal. Herr Stegmüller, ich melde mich bezüglich der Registrierung für die Online-Börse, die Sie gestern Abend auf unserer Werbungsseite Immediate Edge gemacht haben. Richtig? Ja. Das ist richtig. Also, Sie sind an mich weitergeleitet jetzt, Herr Stegmüller. Mein Job wäre es, Ihnen mit der Aktivierung Ihres Kontos auch weiterzuhelfen, wenn Sie interessiert sind. Ja. Sagen Sie mir bitte erstmal, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich schon? In diesem Bereich? Welchen Bereich meinen Sie jetzt genau? Mit der Online-Börse überhaupt. Nee, Online-Börse nicht, nein. Nee, also wenn... Sie müssen sich auch keine Sorgen machen. Viele unserer Klienten sind Anfänger und sie bekommen Warum sollte ich mir denn Sorgen machen? Ich meine wegen der Erfahrung nur, Herr Stegmüller. Ja, nun, mit der Online-Börse habe ich keine Erfahrung, richtig. Das habe ich ja auch gesagt. Und Herr Stegmüller, Sie bekommen in diesem Fall auch den Broker, der das System für Sie bedient. Also müssen Sie da nicht viel machen und Sie werden auch einen Ansprechpartner bei Ihrer Seite haben. Okay. Wenn ich fragen darf, Herr Stegmüller, wie alt sind Sie? Spielt das eine Rolle? Ich bin über 18. Ich bin schon volljährig. Ich verstehe. Und sind Sie über 30? Bin ich auch, ja. Ja, super. Und berufstätig oder in der Rente schon, wenn ich fragen darf? Nein, in der Rente bin ich nicht. Ich bin berufstätig. Berufstätig, super. Können Sie sich erinnern, wo Sie die Reklame gesehen haben? Die Mediatab-Seite, wie sind Sie auf uns gestoßen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Da ist halt irgendwann was aufgeploppt und ich weiß nicht, ob das Facebook war oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich verstehe. Ist auch nicht so wichtig. War wahrscheinlich zufällig dann eine Werbung. Und Herr Stegmüller, haben Sie auch gesehen, dass die minimale Investition 250 Euro ist? Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber wie es genau funktioniert, das können Sie mir ja sicherlich jetzt alles erklären, ne? Zum Beispiel die 250, Herr Stegmüller, die Sie einzahlen. Das ist dann erstmal Ihr Geld. Sie werden es wie ein getrenntes Bankkonto tretieren. Alles auf der Seite dann mitverfolgen. Sie bekommen da Ihre Zugangsdaten. Sie können sich immer auf Ihr Konto einloggen lassen, Ihr Kontostand prüfen. Dann, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen sollten, können Sie Ihren Broker immer kontaktieren. Und wenn es um die Einzahlung und Auszahlung geht, das tätigen dann nur Sie, Herr Stegmüller. Jede Transaktion bestätigen Sie von Ihrer Seite aus. Die Investition können Sie auf zwei Wege tätigen. Mit einer Kreditkarte, muss eine Visa oder Masterkarte sein, oder mit Online-Banking. Ich hätte Online-Banking. Die Prozedur würde dann weiter so gehen. Ich würde Ihnen die E-Mail raussenden mit dem Link für die Plattform. Ich würde Sie dann telefonisch durch den ersten Schritt begleiten, dass wir Ihr Konto fertig machen. Und gleich nach der Investition bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Broker. Der Broker wird dann alles für Sie einschalten und weiter erklären. Und ja, später machen Sie natürlich dann Auszahlungen, Einzahlungen, wann und wie Sie es wollen. Aber für die Aktivierung Ihres Kontos müssen Sie die 250 einzahlen. Ja, und die werden Sie dann auf dem Handelskonto sehen. Ja gut, was kann man denn bei Ihnen verdienen prozentual? So den Durchschnitt? Also wenn es um die Gewinne geht, Herr Stegmüller, da kann ich natürlich keine Versprechen machen. Aber in unserem Interesse ist es natürlich, dass Sie auch Gewinne machen. Was wir von dem allen haben, das ist 1-3% von Ihrem Nettogewinn. Also nur etwas von dem Gewinn. Und ja, kann ein gutes Nebeneinkommen sein, aber da kann ich keine Prozente geben, wenn es um die Gewinne geht. Ja, wenn Sie mich hätten ausreden lassen, dann hätten wir es einfacher gehabt. Jede Buchhaltung hat doch im Prinzip einen Durchschnittsgewinn, einen prozentualen Durchschnittsgewinn, was jeder Ihrer Kunden an Gewinn macht. Das hätte mich ungefähr interessiert. Wie ich schon gesagt habe, Herr Stegmüller, hängt dann von der Marktlage ab. Ein prozentualer Durchschnittsgewinn hängt nicht von einer Marktlage ab. Das hängt von all Ihren Kunden,
all ihre Kunden, all ihre Gewinne. Das Janssen am Apparat, ich grüße Sie erstmal. Guten Tag. Herr Schmidt, ich melde mich bezüglich der Registrierung für die Online-Börse, die Sie gestern auf unserer Werbungsseite Immediatech gemacht haben, richtig? Ja, das weiß ich ja nicht, weswegen Sie anrufen. Woher soll ich das wissen? Haben Sie sich gestern registriert, Herr Schmidt, um 13.30 Uhr auf der Seite Immediatech? Das kann durchaus sein. Ich habe mich auf mehreren Seiten registriert. Ich verstehe. Also Sie sind an mich weitergeleitet jetzt, Herr Schmidt. Mein Job wäre es, Ihnen mit der Kontoaktivierung auch weiterzuhelfen, wenn Sie interessiert sind. Ja, grundsätzlich schon, weil sonst hätte ich mich ja nirgendwo angemeldet. Oh, super. Also Herr Schmidt, sagen Sie mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich schon mit der Online-Börse überhaupt? Mit der Börse? Ja, ich habe mal vor Jahren mal Aktien gekauft. Also mit Aktien schon, mit Kryptowährungen noch nicht? Nein. Ich verstehe. Also Herr Schmidt, Sie haben wahrscheinlich auf der Werbungsseite gesehen, Sie bekommen in diesem Fall auch den Broker, der das alles für Sie bedient. Also müssen Sie da nicht viel machen und Sie werden auch einen Ansprechpartner bei Ihrer Seite haben. Und Herr Schmidt, wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie? Ich bin schon geschäftsfähig. Ich bin schon über 18. Sind Sie über 30? Bin ich auch. Super. Und Sie sind berufstätig oder in der Rente schon? Mit über 30 bin ich noch nicht in der Rente, nein. Ich verstehe, also berufstätig. Möchten Sie meine Schuhgröße noch wissen oder vielleicht mein Körpergewicht oder meine Haarfarbe? Oh. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Lena Janssen am Apparat. Herr Mayer, grüße Sie erstmal. Guten Tag. Herr Mayer, ich habe Ihre E-Mail erhalten. Sagen Sie mir, passt es Ihnen jetzt? Haben Sie ein bisschen Zeit? Ja, ich habe jetzt Zeit. Super. Also, Herr Mayer, wie Sie schon wissen, melde ich mich bezüglich der Registrierung, die Sie gemacht haben für die Online-Börse. Sie sind an mich weitergeleitet und mein Job wäre es, Ihnen mit der Kontoaktivierung auch weiterzuhelfen. Herr Mayer, haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich schon? In welchem Bereich jetzt? Im Bereich Online-Börse überhaupt. Online-Börse? Nee. Nee, also wegen der Erfahrung müssen Sie sich auch keine Sorgen machen. Sie haben wahrscheinlich auf der Werbungsseite gesehen, Sie bekommen in diesem Fall auch den Broker, der das alles für Sie bedient. Also müssen Sie da nicht viel machen. Und das war wohl der Zeitpunkt, wo hinterher jemand geschnallt hat, dass die Dummitussi mich zum dritten Mal angerufen hat. Dreimal in Folge. Mal sehen, wie es weitergeht. Sind Sie da? Ja. Ja, also zurzeit sind keine Manager verfügbar, ja, aber Sie können alle Details mit Ihrem Finanzberater, ja, nach der Aktivierung Ihrer Handelskonto. Nee, ich möchte ja erst Informationen haben. Erst möchte ich wissen, was ich verdienen kann. Sie können mir das nicht sagen, also möchte ich erst mit jemandem besprechen, bevor ich Geld investiere. Verstehen Sie, Finanzmarkt ist instabil, ja? Und ja, und aber deswegen, deswegen können Sie mir das noch nicht mal prozentual sagen, den Durchschnittsgewinn. Deswegen soll ich erst, ich soll erst einzahlen, bevor ich Informationen kriege. Wer macht denn sowas? Sie würden ja auch kein Auto kaufen, bevor Sie es Probe gefahren haben. Noch einmal, ich kann sagen, wie meine Kunden verdienen mit Mindestbetrag. Ja, also wie gesagt, ich rate immer mit dem Mindestbetrag anfangen. Ja, das möchte ich ja nicht. Ja, also, Sie haben gesagt 3-5%. Und deswegen möchte ich gerne jemanden sprechen, der Ahnung hat. Wie gesagt, das ist jetzt kein Manager verrückbar. Ja, so wie kann es ist kein Manager verrückbar. Ja, das heißt, sind keine Manager verrückbar. Verrückbar? Keine Manager, sind nur... Meinen Sie verrückbar oder verfügbar? Wie gesagt, verfügbar. Nee, Sie haben verrückbar gesagt. Entschuldigung. Sie sprechen auch nicht mal Deutsch. Also, mein Mutterland ist Polen. Aber ja, das, aber Sie sprechen kein Deutsch. 7 Jahre. Warum rufen Sie denn Deutschland an? Sie sprechen gar kein Deutsch. Mann. Ja, aber Sie sprechen. Nee.
Von wo aus, wo sind Sie denn? Von wo aus rufen Sie denn an jetzt? In Bonn. Nee, ich sehe an Ihrer Telefonnummer, dass Sie aus Österreich anrufen. Ich habe IP-Telefonie, das ist Internet-Telefonie. So okay, ist prima. Welches ist jetzt Ihre Firma? Noch einmal? Ah, vielleicht sollten die Leute im Hintergrund nicht so schreien, dann verstehen Sie mich auch. Okay, machen wir so. Machen wir so, dass Sie erstmal sagen, dann machen Sie erstmal so, wo sitzt Ihre Firma genau, die Adresse? Hallo? Ja, schönen guten Tag, Herr Rüffelsburger. Thomas Bauer am Telefon. Wir haben mit der Kollegin von mir telefoniert. Also Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten, also sprachlich gesehen. Ja, gut. Ja, darf ich fragen, also als erstes sehr angenehm, Sie kennenzulernen. Darf ich fragen, wie ist aktuell die Lage bei Ihnen? Sie haben ja auf unsere Werbung vor einiger Zeit reagiert, also soweit ich sehe. Wann war das also genau? Ungefähr Ende Monats. Wann war das genau, war die meine Frage. Also genau sehe ich das bei mir im System am 26.07. Mhm, okay, gut. Nehme ich mal so hin. Genau. Also meine Frage wäre logischerweise folgende. Sie haben ja die Werbung angeschaut, soweit alles verstanden, so wie ich sehe. Was wäre für Sie ja sozusagen ein Ziel? Haben Sie konkrete Vorstellungen, Ziele, was Sie verdienen würden bei uns? Oder geht es nur darum, dass Sie einfach so viel wie möglich an passives Einkommen generieren? Also zuerst einmal hat dieses ganze Thema für mich auf sehr unseriös gewirkt. Darf ich fragen, warum? Ja, weil ich jede Menge Anrufe bekommen habe und das waren alles Betrüger. Sind Sie kein Betrüger? Ja, also wir sind keine Betrüger. Also wir haben die komplette gesetzliche Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Also ganz normal, also die Strategie, die erarbeitet wird ja von unserem Finanzberater, wird ja dokumentiert, in vertraglicher Form dargestellt. Und ich hatte eigentlich nur eine Frage gestellt, ob Sie seriös sind, ob Sie ein Betrüger sind. Da hätte ein einfaches Nein gereicht. Aber okay. Dann machen wir. Ich wette mal mit Ihnen, um viel Geld könnt ihr gerne wetten, dass Sie meine Fragen nicht richtig beantworten können. Wollen wir die Wette eingehen? Also ich würde nicht wetten, stellen Sie einfach die Fragen. Ja gut, ich weiß ja, dass Sie dann bald auflegen. Okay, gut, okay. Ihre Firma heißt wie? Also unsere Firma heißt The Exchange. Ja, gut, okay. Dann schaue ich mir mal Ihre Plattform an. Können Sie die mal buchstabieren? Ja, also ich buchstabiere Ihnen den Link. Also F wie Vater. Was? Was? F wie Vater? Vater wird nicht mit F geschrieben. V und Sie haben eine fürchterlich schlechte Telefonleitung. Also V wie Vater. Genau, E wie Emil. Ja. N wie Nordpol. Ja. T wie Theodor. Ja. U wie Ulrich. Ja. R wie Richard. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. E wie Emil. Ja. X wie Xaver. Ja. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. .com. .com. Sehr schön. Dann haben wir das. Gut. So, dann schauen wir doch mal so langsam. So, und Ihre Firma Ventures Exchange ist wie alt? Ist wie lange am Markt? Also wir sind eigentlich schon mehr als 5 Jahre auf dem Markt. Eigentlich? Was heißt eigentlich? Also nicht eigentlich, sondern wir sind 5 Jahre auf dem Markt, also mehr als 5 Jahre auf dem Markt. Mhm, okay. Okay, gut. So, und Sie sind, wo ist der Sitz Ihrer Firma? Zypern. In Zypern. Und Sie sind reguliert bei der CISEC, richtig?
Ja, das ist eine sogenannte Coffee Shop License. Gut, okay, die ist nichts wert. So, aber die erste Lüge war ja, dass Sie 5 Jahre auf dem Markt sind. Ihre Webseite ist 147 Tage alt. Okay. Also haben Sie schon gelogen, wie ich gesagt habe. Ja, bitte? Guten Tag, ist der Name Jochen Steckmüller? Wer spricht denn da? Mein Name ist John Smith, ich bin Account Manager von Trader Platform. Sie haben die Bewerbung in unserem System hinterlassen. Ist richtig? Ich weiß ja gar nicht, welches Ihr System ist. Das haben Sie ja gar nicht gesagt. Also, Sie haben die Bewerbung in unserem System hinterlassen. Über Investitionen und Raising. Ist richtig? Das weiß ich ja gar nicht, weil ich ja gar nicht weiß, welches Ihr System ist. Okay, einen schönen Tag. Tschüss. Wer sind Sie denn? Können Sie bitte noch einmal wiederholen? Wer sind Sie? Hallo? Hallo? Ja. Wer sind Sie denn? Ja, so. So, ich frage Sie, wollen Sie... Ich frage Sie, wer sind Sie? Ich, unsere Firma bezeichnet sich in London. Hallo, hallo. Verstehen Sie auch ein wenig Deutsch? Ich verstehe Sie. Ja gut, dann beantworten Sie doch bitte meine Frage. Wer sind Sie? Ich bin in London. Sie sind Frau London? Ich kann es nicht sagen. Sie sind Frau London? Sie wissen nicht, wer Sie sind? Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Alex Lau, mein Name. Ich rufe Sie von Corbeis an. Spreche mit dem Herrn Sebeneicher. Ja, von wem rufen Sie an? Von Corbeis. Automatisch. Ah, ja. Ich habe eine Anmeldung gehalten für ein Handelskonto von Ihnen. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Genau. Sebeneicher, ich wollte Sie aber erstmal fragen, also ich rufe Sie von der Finanzabteilung an, um Ihr Konto zu aktivieren, alles abzuschließen. Ich wollte Sie aber erstmal fragen, wie Sie uns gefunden haben. Durch Freunde, Bekannte... Nö, ich habe einfach durchs Internet gesurft und ein bisschen geguckt, wie es da so gibt für Trading allgemein. Und da ist plötzlich eine Werbung aufgepoppt und da habe ich mich... Und schon ist er raus. Hallo? Hallo, am I talking to Mr. Werner? Bitte? How are you doing today, sir? Bitte? Do you understand? Do you speak English, sir? Ich spreche Deutsch. So, no English at all, as I guess. Bitte was? No English at all. You don't speak English. You don't understand me. Bitte was? Okay, sir, I'll transfer you to a Deutsch speaking agent. Bye. Grundsätzlich ja. Hallo? Ja, okay. So, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? In welchem Bereich? Im Interesse haben? Habe ich Bereich. Im Handeln. Im Handeln? Erfahrung, klar. Logisch. Ich habe jede Menge Artikel bei eBay verkauft und bei Amazon verkauft. Oh so. Oh so, ja, genau. Ja, eine gute Erfahrung. So, haben Sie Geld verdienen oder verloren? Mit Geld, wenn ich handle, verdiene ich immer Geld. Sonst würde ich ja nicht handeln. Ach so, ja. So, haben Sie selbst handelt oder mit Analytiker? Ein Analytiker, wenn man Artikel verkauft, braucht man einen Analytiker? Welchen Analytiker braucht man denn dann? Artikelanalytiker? Was ist denn ein Artikelanalytiker? Was macht denn ein Artikelanalytiker? Sie haben Erfahrung in diesem Bereich, nicht mich. Ja, du hast doch gesagt, was ist denn ein Artikelanalytiker? Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Bin ich verbunden mit dem Herrn Benedina Bachmut? Das ist richtig.
Grüß Gott, mein Name ist Andreas Weitzel. Ich rufe Sie an von Finnmarket. Hab bezüglich Ihrer Registrierung auf Ölprofite. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Genau, genau. Ich bin der für Sie zugewiesene Account Manager und meine Hauptaufgabe besteht darin, Ihnen einmal bei der Handelskontoaktivierung behilflich zu sein, sowie auch nochmal nötige Informationen zukommen zu lassen. Gut, Herr Bachmut, aber direkt einmal im Vornherein, bringen Sie denn bereits Erfahrungen mit oder ist die Welt von Onlinehandel für Sie generell Neuland? Nee, so ganz neu nicht. Ich habe vor Jahren mal mit Aktien gekauft. Aktien gekauft, also da gehe ich mal vom Basiswissen ab, aber jetzt in ATS, also sprich automatisches Trading-System, nicht wirklich viel Erfahrung, wie ich verstehe, richtig? Das ist richtig. Aha, so gut, aber das ist auch ebenfalls gar kein Problem, Herr Bachmut. Da würden wir einmal in Ihrer Stelle ein Anfängerportfolio freischalten. Das Anfängerportfolio, Herr Bachmut, das basiert einmal auf dem Handelsroboter selbst. Das heißt, dort kriegt man ja nach Algorithmus basierendes Handelsroboter zur Verfügung gestellt, der selbstständig für Sie tradet. Aber da gehe ich mal von aus, haben Sie den Bericht soweit gelesen und ebenfalls auch verstanden. Ist das korrekt? Nee, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das können Sie mir jetzt sicherlich nochmal erklären. Gar kein Problem, das kann ich Ihnen ebenfalls erklären, weil normalerweise liest das jeder und da möchte man halt ungern zwei, dreimal ein und dieselbe Information wiederholen. Gut, das heißt, da kriegt man ja einen Handelsroboter von unserer Seite zur Unterstützung. Der Handelsroboter beispielsweise, je nach Algorithmus und je nach Grundeinstellungen, tätigt der Transaktion selbstständig für Sie. Sprich, öffnet Positionen sowie auch schließt Positionen selbstständig. Hängt je nach Marktlage ab und je nachdem, welche Signale diese bekommen. Da arbeiten wir größtenteils auch mit VIP-Signalen, sowie auch nochmal mit technischer, sowie auch fundamentaler Unterstützung. Für den technischen, sowie auch fundamentalen Teil sind beispielsweise jedes Mal Menschen notwendig und da hat man ja auch nochmal ein speziell zugeordnetes Team von Senior-Analysten bzw. Analystinnen, mit denen man auch ebenfalls zusammenarbeiten wird beispielsweise. Die machen den technischen und fundamentalen Teil der Analysen. Sonst analysiert der Marktroboter das beispielsweise selbst und kann auch Arbitrage betreiben oder. Das heißt, je nachdem wie der eingerichtet wird bzw. eingestellt wird, kann man das dementsprechend auch alles regeln und regulieren erlassen. Sagen wir das mal so. Dementsprechend, also wenn beispielsweise Arbitrage für Sie kein genauer Begriff ist, kann man das auch ziemlich einfach erklären. Das heißt, bei Kryptowaluten ist es etwas anders als bei... Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Es macht komische Geräusche. Ach so. Nee, komische Geräusche kann sein, dass ich gerade aufgestanden bin. Sie müssten mich eigentlich auch ein bisschen besser hören. Können Sie mich jetzt gut hören, Herr Jetzt Bachmut? Schon, aber Sie haben sehr schnell geredet. Für jemanden, der Anfänger ist, war es sehr schnell und verwirrend. Nö, das ist das Problem. Da jetzt höre ich Sie wieder kaum. Ist es jetzt ein bisschen besser? Jetzt ist wieder besser. So, genau, was war denn das Letzte, was Sie so gehört haben, Herr Bachmut? Ja, es war sehr, alles sehr verwirrend. Können Sie es in einfachen Worten erklären? Also in einfachen Worten kriegen Sie einen Handelsroboter, der selbst für Sie arbeitet. Natürlich arbeitet dieser nicht ganz von alleine für Sie, sondern muss ja auch nochmal eingestellt werden, so dass auch jeder beispielsweise den Werdegang verfolgen kann und dementsprechend auch selbst nochmal für den Fall der Fälle kontrollieren kann. Das heißt, dort kriegen Sie von unserer Seite einen Handelsroboter zur Verfügung gestellt. Dieser arbeitet mit KI und Analysten. Das heißt, er kriegt einen Input und einen Output, aber das ist auch alles ein bisschen zu kompliziert. Das heißt, dadurch, dass Sie jetzt beispielsweise einen festen Ansprechpartner in Form von Analyst oder Analystin kriegen, wird von Ihrer Seite nicht viel erwartet, Herr Bachmut. Das heißt, von Ihrer Seite ist das Einzige, was mitgebracht werden soll, grob gesagt, also dass Sie sich mal täglich, wöchentlich, monatlich einloggen, Auszahlungen tätigen, Gewinne überprüfen, ist ja auch selbstverständlich und ebenfalls beispielsweise mit unseren Analysten in Kontakt bleiben. Da Sie selbst nicht Verkaufs-Kaufsaktion tätigen müssen oder beispielsweise auch nichts selbst steuern müssen, ist das ist ganz wichtig, beispielsweise auch in Kontakt zu bleiben, beziehungsweise entweder schriftlich oder ähnliches, je nachdem, wie man sich einigt und worauf man sich einigt, dass man da beispielsweise auch jedes Mal Erfahrung kommt. Am Ende des Tages handeln wir ja mit Ihrem Geld und da braucht man ja auch nochmal eine Erlaubnis diesbezüglich. Das heißt, da haben Sie auch volle Einsicht und auch volle Kontrolle.
So, hoffe ich, du hattest ein bisschen einfacher erklärt. Ja gut, und was kann man bei Ihnen nun verdienen? Das sind Revisionen von 2 bis 8% der Fall. Ich selbst darf Ihnen keine genauen Zahlen nennen. Das heißt, ich kann nur 2 bis 8% verdienen. Da ist ja ein Sparbrief ja fast besser. Ja, so ein Sparbrief ist da nicht allzu besser. 2 bis 8% sind bei uns stabil und das sind halt die Werte, mit denen ich arbeiten kann. Wenn man natürlich hohes Risiko eingehen möchte oder ähnliches, kann man dies machen und dementsprechend auch mehr Gewinne erzielen, aber das ist ja auch nochmal mit Risiko verbunden. Verstehen Sie ja selbst. Dementsprechend möchte man niemanden, grob gesagt, die Welt versprechen oder ähnliches. Hauptsächlich kommt zu uns Kunden, um ein kleines passives Einkommen aufzubauen, unsere Leistungen einmal zu testen, sowie auch sich selbst einmal zu überzeugen, wie der weitere Werdeverlauf ist, wie die Arbeit funktioniert und so weiter und so fort. Das heißt, da sind 2 bis 8% fast ohne Risiken verbunden und das ist ein bisschen besser als ein Sparbuch. Also da an dieser Stelle, Herr Bachmut, genau. Ja, aber die Leute sagen im Internet, dass man mit solchen Geschichten gutes Geld verdienen kann. Aber das wird so beworben, alle sagen immer, aha, kannst du gutes Geld verdienen. Aber 2 bis 8%, das ist nicht viel. Ja, das ist ja auch der Handelsroboter selbst. 2 bis 8%, naja, was heißt es nicht viel? Ne? In welchem Zeitraum denn? 2 bis 8% wöchentlich, also rechnen Sie das mal auf einen Monat hoch, sind es 8 bis, weiß Gott wie viel Prozent, aber ist egal. Nee, das ist nicht egal. Wie bitte? Das ist nicht egal. Weil wenn Sie sagen, ist egal, okay, gehen Sie mit Ihren Kundengeldern immer so um, das ist egal? Verstehe ich nicht. Wollen Sie mich hier für blöd verkaufen oder ähnliches, Herr Bachmut? Ich versuche ja... Erklärung zu führen auf die Fragen, die Sie mir stellen. Ja, Sie haben gesagt, wöchentlich, aber ist ja auch egal. Das verstehe ich nicht. Genau. Wöchentlich 2 bis 8%, monatlich sind es dann wie viel? Dann sind es 8 bis 32% monatlich, wenn Sie das hochrechnen. Aber das ist relativ egal, dadurch, dass Sie solche Prozente bei einer Bank zum Beispiel nicht kriegen werden. Und Sie sagen ja, man kann es gleich mit einem Sparbrief legen. Ein Sparkonto ist auch ebenfalls der Fall. Bei uns hat man da eine höhere Revision. Das müssen Sie ja auch verstehen. Was ist eine Revision? Hallo? Hallo. Ist da noch jemand? Hallo. Hallo. War das nicht ein wahrhafter Rechenkünstler? Jemanden, der so mit Kundengeldern umgeht, soll man Geld überweisen? No way. Zum Schluss habe ich noch kurz in schlechtem Plattdeutsch einen weiteren Scammer zur Aufgabe gezwungen. Jo, moin. Hallo. Hallo. Hier, Loring Geier. Ja? Christian Ehren, Operat. Ich melde mich von Finanzmarkt bezüglich Ihrer Anmeldung für Onlinehandel. Herr Lowengeier, Sie haben sich für unser Projekt angemeldet, richtig? Das ist aber schon eine Weile her. Was bitte? Das ist aber schon eine Weile her. Weile her? Ja. Tust du Deutsch verstehen tun? Nein. Ja, warum rufst du dann an, wenn du nicht Deutsch verstehen tust? Heute mache ich es mal kurz. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Video. Bleibt neugierig, euer Callcenter-Crusher.